In diesem Video besprechen wir das Fenster Volumenstrom. Es ist ein weiteres Beispiel für die Anwendung des Integrals. Durch ein Abflussrohr fließt Wasser ab. Unter dem Volumenstrom versteht man jenes Wasservolumen, das pro Zeiteinheit abfließt. Der Volumenstrom in Liter pro Stunde in Abhängigkeit vom Zeitpunkt t in Stunden wird durch die dargestellte Funktion u beschrieben. Wir haben hier den Funktionsgraphen dargestellt, u von t in Liter pro Stunde, die Zeit in Stunden. Nimm dir Zeit, dich am Arbeitsblatt zu orientieren und versuche die Aufgaben a, b und c selbst zu lösen, bevor wir sie besprechen. Die Aufgabe a lautet: Ermittle jene Wassermenge, die innerhalb der ersten 6 Stunden abgeflossen ist, also im Intervall von 0 bis 6. Die Wassermenge haben wir nicht gegeben, aber den Volumenstrom. Und der Volumenstrom gibt an, wie viel Wasservolumen pro Zeiteinheit abfließt. Wenn wir den Volumenstrom innerhalb der ersten 6 Stunden also aufsummieren, bekommen wir die Wassermenge. Das heißt, das ist das Integral vom Volumenstrom in diesem Zeitintervall. Das Integral entspricht der Fläche zwischen Funktionsgraph und horizontaler Achse. Es handelt sich also um diesen Bereich. Den können wir berechnen, Länge mal Höhe. 6 Stunden mal 1000 Liter pro Stunde ist gleich 6000 Liter. Aufgabe B: Veranschauliche jene Wassermenge, die innerhalb der ersten 14 Stunden abgeflossen ist, also wieder das Integral von 0 bis 14. Das heißt, es ist die Fläche, also die beiden Flächen zusammen von 0 bis 14. C. Gib eine Formel zur Berechnung jener Wassermenge an, die am ersten Tag abgeflossen ist. Hier müssen wir vorsichtig sein, die Einheiten sind nicht dieselben. Der erste Tag, aber hier die Zeit in Stunden, das heißt von 0 bis 24 Stunden. Wir sollen eine Formel angeben. Wir haben u von t und wollen das Integral von 0 bis 24 nach der Zeit berechnen. Also Integral von 0 bis 24 u von t dt. Ich hoffe, dir haben die Videos gefallen und du hast viel gelernt.